Hallöchen Leute, willkommen zurück zur zweiten Episode von Metroid. Ich bin Dave, wünsche du alle neuen Abonnenten, alle neuen Zuschauer und Nicht-Abonnenten zu diesem Let's Play begrüßen. Wir haben gleich mit zwei Fails gestartet. Einen, den ich nichts dafür kann, weil einfach mal das Spiel einfach mal einen kleinen Hänger hatte. Und beim zweiten, gebe ich offen ehrlich zu, habe ich missgebaut. Aber das Problem ist halt, ich konnte halt nicht weitergehen oder wieder hochkommen, weil mir einfach ein Upgrade gefehlt hat. Und das war der Ice Beam. Der Ice Beam hat mir wirklich gefehlt, weil ohne den Ice Beam wäre ich niemals wieder da hochgekommen. Auch wenn ich jetzt übelst die Jump Skills gehabt hätte, was dieses Game angeht. Und ich glaube, in diesem Game werde ich es jetzt nicht so besitzen wie in den anderen Metroids, dass ich da perfekt springe. Ab und zu habe ich ein paar Glückssprünge, aber ich glaube, das ist mehr Glück wie Verstand. So. So, dann gehen wir auf jeden Fall jetzt wieder weiter. Boah, komm. Yo, klar doch. So. Ja, klar. So. Gut, dann würde ich nämlich sagen, gehen wir jetzt mal ein bisschen weiter. Ich weiß ja, es gibt ja eine Passage. Da gibt's was. Und das werde ich mir jetzt auch holen. Ich bin nur ins falsche Loch reingefallen. Das kann ja passieren. In dem Moment. Und nicht jetzt. Ich habe auch keine Zweideutigkeit gesprochen von irgendeinem anderen falschen Loch, falls ihr das meint. Aber trotzdem. So. So, okay. Raketen brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr. Ich brauche eher Energiekugeln wieder. Ach, Leute. Ich finde es so episch. Schon die Musik finde ich einfach nur so geil. Das bringt mir einfach so in Stimmung. Yo. Gut. Der gibt mir gar nichts. Nee, es, wenn du mir hättest was geben können, wäre es ja so schön gewesen. Aber nein. Das machst du halt ja nicht. Wieso? Weil du ein scheiß dummes Vieh bist. So, dankeschön. So. Gut. So, sind wir jetzt mal wieder langsam auf ein paar gute Energiepunkte, auch wenn es jetzt nicht viel sind, aber jo, und das habe ich verkackt, weil ich einfach viel zu spät reagiert habe. Naja, ich bin halt ein bisschen risikofreudig ab und zu, das haben ja manche gemerkt. So. Ach komm, das ist doch echt Betrug gerade. Oh. So, diese Energiekugel nehme ich aber mit, ach jo. So. Warten wir mal, bis das Vieh. Jo. Ach, Raketen brauche ich nicht. Raketen habe ich jetzt genug. Ja. Raketen brauche ich wirklich nicht. So. Gehen wir mal das nächste Upgrade, Update holen. Oder was auch zum Geier es sein wird. So, jetzt gehen wir hier wieder geradeaus. So, und jetzt hier ganz schnell durch. Komm. Sehr schön. Danke für die Energiekugeln, auch wenn es nur 5 Punkte sind. 5 Punkte sind 5 Punkte. So, und weiter geht's. Und wenn man sich auch so überlegt, es ist jetzt ein kleines witziges Bild in dem Moment. Wenn ihr euch eigentlich Samus jetzt genau anschaut, sieht sie eigentlich wie ein Alien aus, anstatt dass sie einen Raumanzug anhat. Aber ich glaube, das war ja auch gewollt damals. Früher haben wir wirklich gedacht, Alien Hunter. Sie ist ja Space Hunter in der Anleitung. Deswegen hat man ja immer gedacht, sie ist ein Mann. Bis es halt am Schluss herauskam, dass sie eine Frau ist. Da muss ich sagen, hat der Entwickler sehr viele Parodien eingebaut noch in diesem Spiel. So, da ist das Loch. So, gut. Das sieht jetzt schon mal anders da aus. So, hier runter zu gehen, sieht wirklich anders da aus. So. So, die Energiekugel nehme ich natürlich mit Herzen mit. So, und was werden wir jetzt hier auffinden? Ah, wieder so ein schöner Raum. Da hört man ja schon die schöne Musik dabei. So, und es ruckelt etwas, weil einfach viel zu viele Modelle gerade im Moment im Bild sind. Das war halt damals bei der Nintendo. Man kann das halt jetzt nicht ändern. Es ist halt so, es wird ja direkt emuliert, wie es damals bei der Nintendo war. So, deswegen ruckelt es bei euch. So. Tipp. Und was finden wir hier, liebe Joseph-Statue? Was hast du für uns, Joseph-Statue? Und wenn man so sieht, die Joseph-Statue hat sich eigentlich rein theoretisch nicht verändert. Und es ist der Eisbeam. So, jetzt können wir auch wieder zurück, wenn wir jetzt mal ehrlich sind. Jetzt kann ich auch
die Gebiete aufsuchen, wo wir vorher nicht konnten, weil wir ja weil uns ja der Eisbeam gefehlt hat. Also gehen wir jetzt erstmal dahin. So, und jetzt tue ich die einfach mal gnadenlos einfrieren. Komm. Alter, guckt ihr euch mal die Grafikfehler da oben an. Jo, klar doch, wisst? Ja, klar. So, jetzt können wir wenigstens die Viecher hier einfrieren und können dann so hochspringen. Und das ist es ja, was uns gefehlt hat in dem Moment. Zup. So, zack. Wunderbar. Raketen kann ich natürlich jetzt wieder gebrauchen. Jo. Aha. So. Und wie tue ich das jetzt hochbomben? Ah. Jo, laber nicht, dass mir jetzt das Space-Ding fehlte. Laber jetzt nicht, dass mir die Space-Boots fehlen, dass ich da hochkomme. Oh komm, das ist doch Betrug grad. Ey, das ist ja echt Betrug. Schon wieder Game Over gehen. Meine Güte, weil ich da nicht hochkomme. Das ist ja, tut mir leid, Leute. Aber das hat jetzt kein Daumen nach unten verdient, weil ich kann ja jetzt nichts dafür, wenn mir die Space Boots fehlen. Da weiß ich ja jetzt, wo ich jetzt als nächstes Gebiet hingehen könnte. Und das werde ich jetzt auch gleich sofort aufsuchen. Aber wenigstens haben wir schon mal zwei wichtige Upgrades. Und das ist hier mal einmal der Ice Beam. Und genauso natürlich die Morph Bomben. Und der Longbeam, das ist ja auch wichtig. So, dann gehe ich jetzt erstmal die Space Boots mir holen, dass ich ein bisschen höher springen kann. Und dann werden wir die anderen Sachen uns natürlich aufsuchen. So würde ich mal behaupten. So, komm. Ich finde die Musik so cool. Es ist einfach eine coole 8-Bit-Musik. Das ist einfach so episch. So. Yo, wieder so zu viele Modelle im Moment im Bild. Aber wie gesagt, normalerweise müsste ja die Wii U das korrigieren. Also da finde ich auch, dass Nintendo es besser hätte rüberbringen können für die Konsolen, weil eine Wii U kann das ja locker hochrechnen, dass es nicht ruckeln tut. Ganz ehrlich, Leute. Ich meine, das seid ja bestimmt die gleiche Meinung wie ich. Aber trotzdem. Lass es noch gelten, weil es halt so ein uraltes Spiel ist. So. Jo, laber nicht. Ja, klar, weiß. Hast nichts Besseres zu tun. Ich brauche jetzt keine Raketen, ich brauche wieder Energiekugeln. Meine Güte. Ich könnte gerade wieder an die Decke gehen. Weil das Spiel einfach wirklich Betrug ist und so. Ich meine, es ist halt wirklich das erste Metroid und vom Schwierigkeitsgrad haben sie ja hier schon reingehaut, weil sie wollten sie ja so entwickeln, dass es eigentlich keiner schafft. Und dass man sich überlegt, dass heute Leute es in Weltrekordzeit durchspielen und in Speedruns und etc., das ist halt schon episch. Weil diese Speedruns, die sind ja wirklich epische Zeiten, wie gesagt. Ich glaube, da gibt es sogar eine, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich weiß jetzt nicht, ob es 26 Minuten ist, ob es 26 Minuten 100% ist oder 12 Minuten sofort schnell. Das weiß ich halt jetzt nicht. Weil, okay, 12 Minuten das Spiel in 100% durchzuspielen, das würde ich sagen, Leute, das ist eine Kunst. Da muss man ja wirklich, also es gibt ja auch manche Leute, oh, super, ja klar, dass die Speedrunner tun ja Super Metroid ja übelst schnell durchspielen ab und zu. Das ist ja, wenn ich mir überlege, die Zeiten, was die in Super Metroid ab und zu die Speedrunner hinlegen, das ist ja wirklich atemberaubend. Also da bin ich ja gerade mit meinen knappe 2 Stunden und ein paar Minuten als Speedrun ja schon eine Gurke in dem Moment. Und manche spielen das Speedrun-technisch. Lass mich jetzt mal überlegen. Ich glaube, das Schnellste, was ich je gesehen habe, war eigentlich... Also wir reden jetzt von reine Spielzeit, jetzt nicht von dieser Zwischensequenz, von Anfangssequenz, weil die Spielzeit zählt ja rein theoretisch erst ab Planet Zeppes, so viel ich mich, wenn ich mich jetzt nicht täuschen tue. Ich bin mir jetzt nicht sicher, Leute, aber ich glaube, erst bei Planet Zeppes beginnt die Zeit zu zählen. So. So, dann gehe ich jetzt einfach mal nach Norfair, würde ich mal gnadenlos behaupten. So, und jetzt gib mir mal ein bisschen Energie, das kann echt nicht wahr sein, ne? Ja, sehr. Och, komm schon.
Hier! Ja, wunderbar! Jetzt kann ich gleich Party feiern. Ja, Raketen brauche ich ja so viele gerade. So, sehr schön. Du verstehst mich. Ein Alien, wo mich wenigstens mal versteht. Sehr schön. So, oh Gott, das ist jetzt der Raum. Den mag ich nicht. So, komm. Komm, komm. Weil jetzt muss ich aufpassen, jetzt fliegen ja wieder diese Viecher aus den Rohren raus. Und hier sind sie ja schon wirklich schwieriger zu umgeben wie bei den anderen Metroids. Aber wenigstens geben die mir hier ein bisschen Energiepunkte, dankeschön. Komm. Ja, Rakete. So, aber mit dem Eisbeam müsste es jetzt eigentlich, yo, eigentlich eher machbar sein. Glaube ich mal. Ja, wunderbar. Das kann man jetzt besser umringen. So. Na, und du hast diesmal keine Dinge. Eieieiei. Das ist doch echt Metrograd. So, gut. Jetzt gehen wir mal weiter. So, und nicht in die Lava reinfallen. Sonst kann ich mich gleich wirklich ärgern. Ey, yo. Das ist ja echt Betrug. Yo, laber nicht. Habt ihr echt nichts Besseres zu tun, gerade wie mir auf den Senkel zu gehen? Ich glaube eher, yo. Klar. Jo. Und Energie hast du nicht für mich, hä? Nein. Nein, du willst mir keine Energie geben. Nein. So, Leute. Und ab geht's nach Norfair. So. Du-dum. Boom. Ach, so eine epische Musik. Richtig cool. So, gut. Ich würde sagen, es war damals zuerst nach rechts zu gehen, wenn ich mich jetzt nicht irren tue. Ja, zuerst geht's hier nach rechts. Da ging es ja direkt zu den Space Jump Boots, wenn ich mich jetzt vom Spiel nicht, wenn ich mich jetzt richtig entsinne, du. Jo! Laber nicht. So, weil jetzt hätte ich gekotzt. So, komm. So. Ich brauche keine Dinger. Ich brauche einfach nur Energie. Energie. Gib mir einfach nur Energie. So. Energie? Hallo? Ja, klar. So, jetzt warte ich mal, bis es... Da. Ja. Super. Ich habe genug Raketen. Ich brauche Energie. Cool! Ja. Du verstehst mich. Dankeschön. So. Och, komm schon. Komm, Energiekugel. Och. Yo. Sauber. Das ist echt sauber. Das war aber knappe, eine ganz knappe Geschichte. So. Komm. Och, komm schon. Okay, dann warten wir halt, bis er halt hier ist. Oh, einmal drumherum. Um die Welt. Es gibt ja viele Wege, die nach Rom führen. Das haben wir ja öfters mal festgestellt, Leute. So. So. Gut. Und wir springen einfach mal drüber. Hätte ich mir fast... Ja, mal. Ja, genau. So. Nisa! Komm... Ich brauche doch keine Raketen. Ihr wollt mich echt gerade alle auf den Arm nehmen, was das angeht. Ah, super. Den brauchen wir hier. Komm. Sehr schön. So, was gibt's jetzt hier? Aha. Okay. Okay, verstehe jetzt den Raum nicht, aber ist schon in Ordnung. Ist schon in Ordnung. So, okay, und jetzt fehlt mir hier bestimmt die Boots. 100%. Ja, weil das ist zu hoch für mich. So, gut, dann gehen wir jetzt runter. Oh, super.
Jo, klar. Komm, du hast Energie für mich, weil sonst wird's echt jetzt eine knappe Geschichte langsam. Das ist nämlich echt für'n Arsch grad. Nee, da gehe ich nicht durch, das sehe ich nicht ein. So. Irgendwo kommt mir das bekannt vor. Hier. Irgendwie muss es doch da runter gehen, glaube ich. Ja, da. Da geht's runter. So, und jetzt hier nochmal runter. Ja, genau. Wunderbar. Und hier geht's nochmal runter. Sehr schön. So. Hab ich doch gewusst. Verarschen könnt ihr jemanden anderen. Oh, zack. So. Liebes Flugmonster. Geh in die andere Richtung. Dankeschön, dass ich den Bildschirm sehe. Okay, und jetzt gehen wir hier rein. Was finden wir hier? Das gefällt mir schon eher. Hier. Okay, jetzt muss ich vorsichtig sein. Oh Gott. Oh Gott. Jo, klar doch. So. Gut, und was finden wir jetzt hier? Oh, eine liebe Zojo-Statue. Und yes! Wir haben die Space Jump Boots. Sehr schön. Das... Jetzt sieht die Geschichte doch ganz anders da aus. Oh. Ah, okay. Wo führt uns hier der Weg hin? Oh. Irgendwo weg? Aha. Wo geht's hier entlang? Yo. Klar doch. Super. Wie soll ich jetzt das meistern hier? Ich kann nichts. Oh, super. Das ist halt episch jetzt gerade. So. Gut. Einmal einfrieren. Die Energiekugel nehme ich mir natürlich mit. Jo! Super! Das habe ich jetzt super gemacht, Davy. Das hast du jetzt atemberaubend gemacht. So. Sehr schön. Gut, dann nehmen wir halt jetzt den. Boah, den Weg. Na, zurück. Oh, jo. So. Danke für den. Oh, die geben doch ein bisschen mehr Energiekugeln. Das ist doch schon mal sehr gut. Ich habe gedacht, es sind wirklich nur 5 Punkte, wo sie jeweils geben. Aber, jo. Verarsche. Ganz knappe Geschichte hier. Heieiei. Okay. Wo geht's eigentlich hier entlang? Wo bin ich jetzt gelandet? Eieiei. Jo, und ich habe mir das genau jetzt zugemacht. Jo, klar. Verarsche. So. Aha. Was gibt's hier? So. Oh Gott, diese Energiekugeln gehen mir echt auf dem Senkel. Noch 24 Lebenspunkte. Das wird echt heikel grad. Eieieiei. So, aber hier muss es ja irgendwo hochgehen, rein theoretisch. Aha. Komm. Komm wieder zurück. Sehr schön. Wunderbar. Und was gibt's hier? Aha. Aha, interessant. Hier gibt's das nächste Upgrade. Das holen wir auch gleich. Aber erstmal brauche ich hier jetzt Raketen. So. Jetzt gucke ich mal, wo ich Raketen jetzt hier ein bisschen auffinde, du. Weil sonst sieht es halt wirklich eine ganz schlechte Geschichte aus hier. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen präziser sein. Nein! Yes. Okay. Och komm schon. Das kann doch nicht wahr sein, dass jetzt schon hier die Dinge sind. Sehr schön. So. Ah, super. Okay, dann gehe ich lieber doch nochmal raus und hol mir die Raketen. Ja, klar doch. Komm.
Ja, Energie ist auch gut. Ist ja episch. So, komm, eine Rakete brauche ich noch. Eine verdammte Rakete. Das Problem ist, ich kann auch hier nicht vier Stück nur verarsche. Jo, 7 Lebenspunkte noch. Klar doch. Yes. Komm, nur eine Rakete. Dann kann ich von mir aus Game Over gehen. Nein! Oh Gott. Krieg ich einen halben Herzinfarkt noch, ey. Ohne Witz. Komm, eine verdammte Rakete brauche ich. Jo, die wollen mich gerade komplett auf dem Arm nehmen, ey. Könnt ihr nicht richtig spawnen, dass ihr mir jetzt mal eine Rakete gibt? Ansonsten habt ihr mir vorhin die ganze Zeit Raketen gegeben und ich wollte Energiekugeln und jetzt gibt ihr mir keine Ding. Das Spiel, glaube ich, weiß ganz genau, was ich will. So kommt es mir vor. Das ist ja echt gerade... Ah, Betrug. Das ist sowas von Betrug. So. Komm. Ich will das Upgrade noch haben für diese Episode. Jo, klar doch. Alter Falter. Das ist doch echt unmöglich gerade. Ich bin so weit gekommen gerade. Nein, warum? Warum tust du mir das an? Wieso? Wieso tust du mir das an? Ich verstehe das nicht. Wisst ihr, wenn es wenigstens zwei Raketen wäre, wo ich draufballern könnte, dann wäre es ja in Ordnung. Allerhopp, dann gehe ich wohl wieder nochmal runter und hoffe, dass ich jetzt nicht sterben gehe und hoffe aufs Gute, dass ich jetzt noch eine Rakete bekomme, weil ich weiß, ich muss ja jetzt hier hoch dann wieder. So, gut. Zack, runter und nochmal runter. So, aber ich glaube, da war doch so ein Vieh, ja? Nee, doch nicht. Okay. Was gibt's hier links? Was erwartet? Jo! Die Energiekugeln des Todes erwarten uns hier. Fuck you, bitch. Ich beende hier mit dem Part. Bis morgen, euer Davy. Tschüssi. Kowski.